Er ist der Allrounder, der zurzeit durchstartet wie kaum ein anderer. Präsent und wach auf dem Spielfeld, bescheiden, professionell und fairer abseits des Platzes. Ohne jeden Zweifel, Joshua Kimmichs Sternstunde schlägt genau jetzt. Für mich ist es in erster Linie wichtig, dass ich gesund bin und dass ich jetzt auch sehr viele Spiele machen konnte. Ich habe jetzt in dieser Saison, glaube ich, jede Pflichtspielminute bei Bayern und auch mit der Nationalmannschaft bestritten. Und von dem her bin ich da auf einem guten Weg. Das war vor der Saison mein Ziel, mich als Stammspieler durchzusetzen. Und ja, dafür gilt es weiter zu arbeiten und das zu bestätigen. Das hoffen natürlich vor allem die Fans des FC Bayern, die die Leistung des flexiblen Rechtsverteidigers jetzt offiziell würdigten und Joshua Kimmich zum Bayern-Spieler des Monats September gewählt haben. Natürlich ist es für mich schön, wenn die Fans das so sehen und das abstimmen. Es zeigt, dass ich eine gewisse Anerkennung bei den Fans mittlerweile erlangt habe. Ich habe, glaube ich, in der letzten Saison haben sie mich auch zweimal zum Spieler des Monats gewählt, soweit ich weiß. Jetzt in dieser Saison zum Glück wieder. Ich versuche, dass da noch einige Auszeichnungen hoffentlich folgen, weil es natürlich auch immer eine Bestätigung der eigenen Leistung ist. Es sind seine Ausflüge auf dem Flügel, seine offensiven Akzente und sein unermüdlicher Kampfgeist, die Kimmich zu einem besonderen Fußballer machen. Einem, der hinter jeder Aktion einen festen Plan verfolgt. Gut, ich bekomme einen Ball vom Niklas rausgespielt, spiele einen Doppelpass mit dem Thomas, einen Doppelpass mit Kingsley, der ihn leider nicht mehr zu mir zurückspielt, sondern zu Sebastian Rudi. Wir verlagern die Seite, Levi ist links durch, könnte flanken, ist aber kaum jemand in der Mitte, bricht ab, spielt nach hinten. Frank sieht mich im Rückraum, spielt nochmal zurück, Levi ist mittlerweile reingelaufen, ich chip ihn rein und er köpft ihn dann überragend ins lange Eck und zelebriert dann seinen Jubel. Joshua Kimmich wird auch weiter an sich arbeiten, um dann vielleicht häufiger in den Genuss zu kommen, als FC Bayern-Spieler des Monats ausgezeichnet zu werden.